Stark für den Zusammenhalt, das ist die Überschrift über diesem Deutschen Verbrauchertag 2024. Können wir alle den Zusammenhalt stärken? Das ist etwas, was wir heute unter anderem ausführlich diskutieren wollen. Ja, Verbraucherschutz ist heutzutage wichtiger denn je für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Verbraucherschutz sorgt dafür, dass Menschen geschützt werden vor unlauteren Geschäftspraktiken beispielsweise oder dagegen, dass sie übers Ohr gehauen werden von Unternehmen. Verbraucherschutz spielt eine unglaublich große Rolle für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, weil er die Bürgerinnen und Bürger vor Abzocke schützt. Wenn man einen Vertrag hinterfragen möchte, wenn man sich einer Sammelklage anschließen möchte, bei all diesen Dingen helfen die Verbraucherzentralen. Wir leben in einer Zeit großer Verunsicherung und da ist eine unabhängige Institution wie die Verbraucherzentrale enorm wichtig, um Rat zu geben, Hilfe zu geben und auch unabhängig zu sein von wirtschaftlichen Interessen. Die Verunsicherung entsteht natürlich dadurch, dass wir sehen, dass sozusagen Unzufriedenheit an den Strukturen der Gesellschaft viel weniger an so großen, abstrakten Dingen funktioniert, sondern ob der Alltag eigentlich anstrengender wird, als er es eigentlich sein müsste. Also zu uns in die Beratungsstellen der Verbraucherzentralen kommen die Menschen mit ganz vielfältigen Themen. Alles, was man so im Leben an Verträgen hat und an Rechten hat, das landet in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen. Große Internetplattformen haben damit natürlich eine ganz große Steuerungsmöglichkeit, weil sie darüber entscheiden, welche Inhalte, welche Angebote wir kriegen, welche nicht. Wir haben da recht viele Punkte heute aufgemacht. Das Thema Digitalisierung, KI und das Klagethema war ein ganz wichtiges heute. Also ich habe hier viel mitgenommen, was ich glaube, wo ich auch denke, dass wir, wenn wir weiterhin genauso partnerschaftlich zusammenarbeiten, auch sehr viel lösen werden für unsere Mitglieder. Wenn man sich mal ein bisschen reinfuchst und auf verbraucherzentrale.de guckt, was es da sozusagen an Hilfen gibt, kostenfrei, das war für mich ein sogenannter Eye-Opener, muss ich schon sagen. Zusammenhalt für mich bedeutet, dass wir in der Lage und bereit sein müssen, uns zu streiten. Das hört sich erstmal widersprüchlich an, aber es führt dazu, dass wir dann eben auch zusammenfinden können. Sich gegenseitig zu unterstützen. Eher einen Kompromiss finden. Dass man mehr darauf schaut, was vorangeht und weniger darauf schaut, was eben vielleicht Rückschritte sind. Menschen lernen durch unsere Tätigkeit, ich habe auch eine Instanz, die sich um mich und auch kleinere und größere Probleme kümmert. Und ich denke, das stärkt die Gesellschaft. Ja, die Bundesregierung muss jetzt wirklich konkrete Lösungen anbieten. Es braucht klare Spielregeln für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und so gewinnen sie auch wieder Vertrauen in Politik und Institutionen.